Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's! Servus, liebe Wiesn-Gaudi-TV-Zuschauer! Wir sind heute im Hofbräu-Festzelt, jawoll! Und neben mir, da denkt ihr euch bestimmt schon, wer ist denn das fesche Madel? Ganz klar, das ist unser Wiesn-Playmate 2016. Servus, Kathi! Servus, Christi! Sag mal, wie geht's dir denn jetzt zur Wiesn? Ein paar Tage sind ja schon geschafft. Ja, mir geht's gut. Ich habe jetzt viele Termine gehabt. Und ich habe jetzt heute auch schon wieder das erste Schluckerl Bier getrunken. Also da muss dann nur gut gehen. Läuft. Genau, läuft. Kathi, wir sind ja jetzt hier im Hofbräu-Festzelt. Das ist ja das Festzelt zur Wiesn schlechthin. Wie oft warst du schon auf der Wiesn? Heuer. Also ich war jetzt jeden Tag auf der Wiesn. Hatte jeden Tag Termine. Also volles Programm für das Wiesn-Playmate. Ja. Sag mal, wie kam es denn dazu, dass du das Wiesn-Playmate 2016 werden wolltest? Also ich wollte mich eigentlich schon immer bewerben, auch schon vor einigen Jahren, aber da war ich eigentlich immer zu schüchtern dafür. Und deswegen habe ich mir gedacht, so dieses Jahr traust dich endlich mal. Und dann hat es gleich geklappt, Gott sei Dank. Das heißt, man kann also, wenn man es möchte, einfach Fotos an die Playboy-Redaktion schicken und die melden sich dann im Zweifel bei gut Glück wieder zurück. Genau, also ich habe ganz normale Fotos von mir hingeschickt und dann haben sie mich angerufen, zum Casting eingeladen. Dann erzählst einfach ein bisschen was über dich und dann daraufhin kam der überraschende Anruf, ob ich nicht Lust hätte, Wiesn-Playmate zu werden. Hast du auf alle Fälle ein paar gute Argumente gehabt, oder? Ich glaube, ich war sympathisch. Kathi, ich habe ja gelesen, du stehst auf Rennsport. Das ist ja eher untypisch für eine Frau. Ja, aber ich habe mich schon immer für Autos interessiert und dieses Jahr habe ich mir gedacht, ich kaufe mir einen alten Porsche G-Modell als Investitionsobjekt so ein bisschen und als Wertanlage und mit dem bin ich ständig unterwegs. Da ist es ja noch viel, viel schlimmer, natürlich die Männer von sich wegzuhalten wahrscheinlich, oder? Man ist im Playboy, man ist Wiesn-Playmate, man steht auf Rennsport. Das ist natürlich wahrscheinlich genau das, was sich jeder Mann wünscht. Ja, also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann muss ich sagen, interessieren sich die Männer eher nur fürs Auto. Die sehen das Auto und wollen alles über das Auto wissen. Also da müssen wir noch mal dran arbeiten, liebe Männer. Man darf doch nicht nur aufs Auto gucken, wenn so ein schöner Inhalt drin sitzt. Na, 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 na. Aber jetzt mal unter uns beiden. Bist du Single? Ja, ich bin ganz frisch gebackener Single. Ganz frisch gebacken zum Wiesn-Playmate. Ja, deswegen, ich darf da flirten, also seid nicht schüchtern. Kathi, erzähl mir doch nichts, das hast du doch bestimmt so eingefädelt, dass du zur Wiesn dann Single wirst. Nein, das hat sich zufällig ergeben. Es muss doch eigentlich so sein, dass du angeflirtet wirst, oder? Ja, das stimmt schon, aber es gibt viele, die sehr schüchtern sind und sich gar nicht trauen. Was ist denn so das absolute Flirt-No-Go? Nein, also ich persönlich springe auf diese klassischen Anmachsprüche jetzt nicht so an. Mir ist es lieber, wenn sie mir zuprosten und nett anlächeln, dann kann man bei mir auf jeden Fall punkten. Was geht denn bei einer Männertracht für dich absolut gar nicht? Also grundsätzlich finde ich schade, wenn die Männer nur in Jeans und T-Shirt kommen. Also ich finde, ein Mann schaut immer gut aus in Tracht und er sollte ja zum Oktoberfest so angezogen sein. Aber was für mich persönlich wichtig ist, dass die Männer bitte, bitte, bitte keine rasierten Wadel haben. Was ist denn für dich dein Wiesn-Hit? Wenn du einmal noch so heimkommst oder vom Andreas Gabalier, also das sind so meine Top 2 Hits. Wenn wir jetzt aber auf der Wiesn sind, gell? Diese Flirt-Anmachsprüche, die du dann so manchmal hast, was war denn für dich bislang das Allerschlimmste, was du überhaupt erlebt hast als Flirt-Anmachspruch? Also der war so schlecht, dass er schon wieder lustig war. Da hat einer mal zu mir gesagt, hey du Krapfen, brauchst Erfüllung. Wirklich sehr, sehr unterste Schublade. Aber ich glaube, der war schon sehr betrunken. Wie geht's jetzt weiter, die nächsten Termine bei dir? Ja, ich habe jeden Tag Termine, also langweilig wird mir auf keinen Fall. Möchtest du unseren Wiesn-Gaudi-TV-Zuschauern noch irgendwas mit auf den Weg geben? Auf eine friedliche Wiesn und habt Spaß, lasst es krachen. So schaut's aus. Ich sag danke fürs Interview und viel Spaß noch. Servus. Prost, viert euch.